Tag, Leute, und damit herzlich willkommen zurück zu Terraria mit Lippenstift. Hallo. So, und ich denke mal, wir produzieren jetzt ein bisschen wenigstens mal wieder vor, damit wir für alle Fälle ein bisschen was parat haben an Folgen. Ich finde irgendwie das Feuer so geil jetzt auf einmal. Ich weiß auch nicht. Okay, gut, was wollten wir denn jetzt machen eigentlich? Ich habe jetzt meine schöne... Meteorite-Welt wieder suchen, aus Meteoriten oder... Bist du gerade leiser oder liegt das... Ach, du bist das ja jetzt mit dem anderen Dingens drauf, das heißt... warte, ja, ich mach mal kurz was. Stift, der beste und coolste Let's Player ja, der jetzt, ganzen Welt. Jetzt passt's wieder mit der Lautstärke. Bestimmt bin ich bei mir in der Aufnahme dann viel zu leise und du viel zu laut. Wieso? Das ist ziemlich geil. Kann der sein? So, also ich habe dich jetzt auf jeden Fall lauter gestellt. Okay, also selbes Problem wie letztes Mal auch. Also Meteoriten braucht man auf jeden Fall noch. Ich weiß gar nicht, es ist bisher nur der eine gelandet, oder? Oder kam noch mal eine andere Nachricht? Nee, eigentlich nicht. Ja, dann ist noch kein anderer gelandet. Das heißt, so Sachen, die wir jetzt noch bräuchten, sind halt wie gesagt die Items, von denen ich gesprochen habe, die man eigentlich so haben sollte. Und die Goblin-Armee, die halt irgendwann mal random kommt. Ah ja, die Goblin-Armee, da freue ich mich schon. Ja. Die alle wegzuschlachten, wegzumetzeln. Aber jetzt gerade, ich weiß gar nicht, ich guck mal kurz in unseren Kisten. Nö, anscheinend. Aber was wir mal auch Nützliches machen könnten, ist das Haus erweitern. Okay. Ja, wir haben ja, okay. Weil, wir brauchen die anderen NPCs früher oder später auch noch. Da kommen noch mehr? Noch mehr? Es gibt, oh Gott, ich weiß gar nicht, wie viele insgesamt. Es gibt richtig viele NPCs, die man auch noch so im Lauf des Spiels kriegt. Alter. Ja. Also, Weiße. Genau, Holz war das Problem, richtig. Stimmt, da war ja was. Naja, ich habe 14 Holz habe ich. Ja, das bringt nicht gerade viel. Also wir brauchen, ich würde mal so anfänglich vielleicht so 1000. Sollte. Oh nee, das ist ein bisschen viel. Nur eigentlich geht's. Eigentlich ist das gar nicht so viel. Oh, ich hab ne scheiß Axt, ne Slow Platinum Axt. Ja, egal, keine Ahnung. Wir brauchen auf jeden Fall. Ich lauf mal nach rechts und tue ein paar Bäume fällen. Ja, genau, lauf du mal nach rechts, ich lauf mal nach links. Nach links haben wir auch noch nicht die Welt weiter erkundet. Stimmt. Genau, dann machst du das mal und ich tue ein bisschen Bäume hier fällen. Genau. So, ich guck grad mal, das war ja hier nicht dasselbe Holz, oder? Verschiedene ja. Holze, was? Ja, es gibt doch von jedem verschiedenen Biom, also von den verschiedenen so. Bäumen gibt es auch die verschiedenen Hölzer, die dann auch halt dementsprechend anders aussehen. Ach so. So, es ist natürlich jetzt scheiße mit dem ganzen Hin- und Herlaufen auf der Welt, obwohl wir noch nicht die ganzen schönen Hermes-Schuhe und so haben. Machen naja, was ist es, wenn jetzt die Goblin-Armee kommt und ich jetzt alleine bin? Dann... Nicht am Arsch. Läufst du nicht auch in eine Richtung? Ich denke, du läufst nach rechts. Ja, ja, aber was, wenn die jetzt auf einmal zu mir kommt? Nee, die kommt zu dem, zum Spawn oder zu... Ich weiß gar nicht, wie sich das verhält, wenn die jetzt beide woanders sind. Aber, so wenn die Goblin-Armee kommt, dann... Ach scheiße, wir haben jetzt keine Recall-Potions mit, richtig? Echt nicht? Ja, scheiße, stimmt. Ja, vielleicht wenn du eine findest, dann ja, und wenn nicht, dann lock dich einfach kurz ein und wieder aus, dann spawnst du wieder am Spawn. Das ist zwar ein kleiner Trick, aber naja, gut, kann man ja mal machen. Ja, also ein bisschen Bug usen. Ne, okay, ist kein Bug, das ist ja so gewollt. Wie lange nehmen wir jetzt eigentlich, oder wann haben wir angefangen aufzunehmen? 5 Minuten nehmen wir jetzt gerade auf. Kurz mal auf meine Uhr schauen. Nee, besser. Stell mir einen Timer. Ja, ich nicht. Vor 5 Minuten. Okay, gut, okay. Stern. Ja, Sterne können wir auch schön sammeln. Und bin ich auf einmal irgendwie schneller? Also wenn ich einen Zombie töte oder so? Na, das ist doch wegen deinem Herz, Umhänger, deiner Kette.
Ja, aber ich bin aber selten schnell, also manchmal nur. Ja, ne, wenn du da schneller bist, bekommst du eigentlich auch den Effekt dazu. Also die Effekte siehst du ja unter deiner... Movement Speed after being struck. Genau. Was auch immer das jetzt heißt. Achso, wenn ich stecken bleibe in... Naja, näher, beziehungsweise wenn du halt Schaden kriegst und angegriffen wirst, sowas. Ja, ich krieg ja sehr viel Schaden, das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Ja gut, je nachdem, ne? So, ich farm jetzt hier mal die ganzen kleinen Bäume auch ab, selbst wenn das eigentlich nicht so geil ist, also größeren Bäume sind da schon effektiver abzubauen, aber naja, jetzt in unserer Situation. Ah, jetzt komme ich zur Wüste. Ah, ich kann dich ja auf der Map sehen. Stalker, scheiß Stalker. Ach, da bist du. Ja. Ja, beim Meteoriten. Okay. Ja, dann denke ich, wenn jetzt eigentlich nichts passiert, dann können wir einfach mal schön das Haus ausbauen. Das ist eigentlich eine gute Idee. Was soll was passieren? Ich will die Goblin-Armee töten. Ja, solange halt nichts passiert. Ich meine, wir können sie zwar... Wir könnten sie beschwören, aber das... Ja. Dafür haben wir die Materialien nicht. Was brauchen wir? Meistens so in Richtung weiter weg vom Spawn laufen manchmal oder spawnen manchmal random solche Goblin Scouts. Die droppen dann so ein bestimmtes Zeugs, womit man dann mit ganz viel davon kann man sich dann so ein Beschwörungsteil bauen. Okay. Aber das ist eigentlich unnötig, weil die kommt. Irgendwann kommt sie schon. Sag mal's mal so. Okay. Ist das jetzt Dschungelbiom, glaube ich? Ja. Warte, ich kann gucken. Ja, das ist... Oh, das ist ja ein Riesenbaum. Oh oh. Oh oh. Ich bin gerade sehr tief im Wasser. Ich sehe gerade gar nichts. Scheiße. Hey, wie soll ich denn da hoch? Du hast deinen Haken. Also, da ist so eine, ach, ich muss mir da rüber bauen irgendwie. Hast du eigentlich jetzt schon Doppelsprung? Nee, hab ich noch nicht. Nicht? Oh, scheiße. Okay, ja, gut. Also wir haben auf jeden Fall einen Mangel an Items. Das steht fest. Vielleicht sollten wir doch nochmal in irgendeine Höhle gehen. Nein, jetzt... Jetzt... Also, langsam nervt es mich. Ja, genau. Und jetzt gehen auch Schaden. Ah, ja. Now we are talking. Hier sind die schönen großen Bäume so langsam. Gott, wenn ich jetzt sterbe... Nein, nein. Nein! 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 Jawohl, hier 30 Holz pro Baum, so. Alter, nein, bitte, 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 fuck, ich bin tot, ich bin tot. Ach. Oh, leck mich doch. Ach. Oh, Junge, du warst unter Wasser. Ja. Ah. Und da war so eine kleine, so ein Vorsprung, so ein kleiner, da konnte ich halt nicht hoch mit dem Haken irgendwie. Okay. Und ich wollte mich da hinbauen, aber dann bin ich stecken geblieben und wurde angegriffen und, oh. Ja, was du jetzt vielleicht nochmal machen kannst, ist einfach mal, guck mal auf der Map, ob du irgendwo eine schöne Höhle siehst, die wir noch nicht fertig erkundet haben. Also wo es, man sieht ja so ein bisschen auf der Map, ob es da noch weitergeht oder nicht. Boah, die Eishöhle ist aber riesig. Ja, na warte mal, Eishöhle. Ah, die geht, also... Sag mal's mal so. Du wirst krass ja, überrascht sein, wenn wir in den Dschungelhöhlen waren. Wenn dann einfach mal so. Also die Dschungelhöhlen sind einfach die besten Höhlen, weil die so riesig sind und die hören eigentlich auch nie auf. Also. Ich glaube, da ist sogar eine Dschungelhöhle, falls es mich gerade nicht täuscht. Ja, nach dem Ganzen hier, was wir jetzt so gemacht haben, käme eigentlich auch dann der Dschungel, aber ich würde halt gern schon das so ein bisschen systematisch durchgehen. Mit der Goblin-Armee zum Beispiel halt auch, weil das halt alles so für die gewissen, ich sag jetzt mal, St-
Stärke-Level, auf den wir jetzt so sind, gemacht ist. Also wenn wir jetzt irgendwie schon durchrushen oder so, das wäre halt irgendwie dann doch scheiße. Finde ich. Ja. Ich habe mich gerade selber gehört. Ja. Ja. Nee, das ist noch kein Dschungel. Nee, ich brauche ein zweiter. Ja. Also spätestens in den ganzen Dschungelhöhlen werden wir dann wirklich alle Items finden, die wir noch brauchen. Okay. Weil die sind, da gibt es wirklich so immens viele Sachen, also... Naja, wir werden es ja sehen. Ja. Und für den Anfang sind die Dschungelhöhlen auch noch echt krass, also... Was da für Gegner drin sind, die machen dich schon mal leicht fertig, also... Ich habe irgendwie einen Potion bekommen, und zwar einen Iron Skin Potion. Ah ja. Ist ganz in Ordnung. Defense bei 8. 5 Sekunden. Cool. 5 Minuten. Minuten, ja. Meine ich doch. Ja, ist ja fast dasselbe, ne? Ja, ist es auch. Okay, da ist noch eine kleine Höhle. Da schaue ich jetzt mal. Ah, die geht noch schön weiter. Ich mache ein bisschen Höhlentour. Warte mal, ich guck mal auf der Map. Ja, da geht's weiter. Da. Okay, das ist gut. Das ist gut. Das ist halt noch ziemlich nah am Spawn. Ja. Genau, das ist eine gute Höhle. Ey, da ist sogar dieses Holzdings da und da ist irgendwas drinnen, glaube ich. Ein Holzdings da? Oh. Ah, eine Truhe. Eine goldene. Eine goldene? Ja. Sehr geil. Genau das ist es, was wir brauchen. Schau, warte, Schuhspikes. Ja, die habe ich auch schon, die sind ganz gut. Was, die hast du auch schon? Ja, ich habe die Climbing Claws und die Schuhspikes, die kombiniert sind dann noch besser, also du kannst dich halt an Wänden festhalten, so gesehen. Du was erzählst du mir nicht? Ja, weiß halt, boah. Bist du für einen Freund? Hä? Genau, deswegen, ja klar, deswegen auch die Goblin-Armee, weil wenn wir den die Goblin-Armee das erste Mal besiegt haben, und dann irgendwie mal eine Höhle erkunden, wird dort irgendwann früher oder später auch der Goblin-NPC gefunden werden, ja. Und mit dem, da können wir uns dann halt die Tinkerers-Bench-Dingens da machen und damit kann man dann Items kombinieren, also... Zum Beispiel jetzt hier die Climbing Claws und die Schuhspikes kann man dann zu einer Sache machen. Also okay. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Es ist nicht random, also es ist schon ausgewählt, was man mit was kombinieren kann, aber... Naja, wirst du ja auch noch sehen. Jo. Ach genau, und wir können uns dann von dem Goblin... Von dem Goblin NPC können wir uns... Was? Du kriegst den Herdküstel, oder? Ja. Arschloch. Da bauen wir einen hier. Ja, na bauen halt ab. Ah, und wieder eine goldene Truhe. Noch eine goldene Truhe, jetzt läuft's bei dir. Und ein Kronleuchter. Ja, gut, das ist jetzt eher so zu vernachlässigen. Was? Ein Traveler. Ja, Traveling Merchant, bla bla. Was? Calming Potion. Okay, krass. Oh, du hast doch was ganz, ganz Schönes erzählt, was wir unbedingt brauchen. Stimmt? Meinst du jetzt den Mirror oder die Schuhe? Ja. Den Mirror? Ja. Geil. Den habe ich. Ja, siehst du, dann kannst du dich jetzt immer wieder nach Hause teleportieren, wenn du möchtest. Angels der Statue, ne, brauche ich nicht. Auch so eine Sache, damit du dir dein Inventar nicht so vollmüllst oder so. Ich hab's zumindest jetzt. Immer... Was? Zu spät. Ich hab's zumindest immer so, sobald ich dann den Mirror hab, jetzt für meine Zuschauer, tue ich's dann immer so hin. In den ganz rechts, der erste oberste Slot unterhalb der Hotbar, lege ich meinen Magic Mirror hin. Und man kann ja auch, ohne Sachen in die Hotbar zu legen, benutzen, einfach aus dem Inventar raushalten und dann aktivieren, so gesehen, weißt du? Ich hab Rubine gefunden. So. Ja, yeah, like that. Ja. Und noch irgendwas Lilanes. Was Lilanes? Das sollten dann Amethysten sein. Genau.